einfach Kamera in die Hand, meinetwegen auch ein Dummy oder eine Attrappe, und einfach mal durchs Einkaufszentrum laufen. Seht ihr nicht, wie die uns alle angucken? Yo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zum heutigen Video. Also man erkennt es vielleicht ein bisschen an mir, es ist wieder einigermaßen warm geworden draußen. Wir gehen auch später noch raus, weil ich ein T-Shirt trage. Freunde, ich muss euch ganz kurz was zeigen. Der neue Maifleischspiegel. Bald im Shop erhältlich. Ne, okay, das war natürlich nur ein kleiner Spaß. Ja, wie soll ich sagen, wir haben unter der Woche, ich krieg gerade Hunger, weil ich gerade von der Schule heimgekommen bin. Wir machen uns jetzt ganz kurz was zu essen. Bisschen Schmand, Salz und Pfeffer, Zwiebeln, Speck, Käse. So, das muss jetzt gerade mal einige Minuten in den Backofen. Und dann kann man schon einen leckeren... Wie nennen wir es? Kann man dazu sagen Flammkuchen-Wrap? Ich glaube schon. Ja gut, Freunde, so sieht das jetzt hier alles aus. Mega lecker, Alter. Ja, ich hoffe an die, die jetzt Hunger haben, dass ich euch nicht zu viel Hunger mache. Ansonsten, egal, macht's nach. Und wenn ihr es nachmacht, dann ladet ein Bild in Insta hoch und verlinkt mich drauf. Ich werde auf jeden Fall in Form eines Likes oder Kommentares antworten. Und ich gönne mir jetzt erstmal. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder und schauen nochmal, was wir draußen so machen. So Freunde, ich bin jetzt am oberen Schloss in Siegen, genieße heute den Tag noch ein bisschen. Es ist mega geiles Wetter, ich lasse mir gerade die Sonne ins Gesicht scheinen. Wie gesagt, oberes Schloss, okay, anscheinend wird hier gerade ein bisschen umgebaut. Die ganze Stadt ist aktiv und auch wenn ich morgen eine Mathearbeit schreibe, ich habe heute schon so viel gelernt. Ich dachte mir, ich gehe jetzt einfach mal vor die Tür und da oben ist auch das Murph, zu dem gehen wir jetzt mal. Hallo. So Freunde, jetzt sitzen wir hier auf einer Bank, chillen etwas. Ich muss auch später noch in die Fahrschule und mir wurden wieder ein paar Fragen von euch gestellt, die können wir gleich beantworten. Ja, ich würde sagen, wir starten mal mit der ersten Frage. So Freunde, der Nico fragt auf Snapchat, bist du am Auto dran, beziehungsweise welche Führerscheine hast du vor zu machen? Gute Frage. Und ich sag mal so, ich bin am Auto momentan dran, mir fehlen nur noch ein paar Theoriestunden, dann mache ich wahrscheinlich Prüfungen, dann fange ich mit der Praxis an und dann die Praxis. Aber heute ist wirklich der Tag, weil ich mich auch fürs Motorradfahren interessiere, wo ich einfach mal einen Fahrschullehrer frage, ob das noch möglich ist, mich noch für Motorrad anzumelden, quasi, weil ich das gleichzeitig mache, weil es einmal billiger kommt. Und zweitens, keine Ahnung, es ist, glaube ich, leichter, wie wenn man jetzt direkt Motorrad danach macht, sondern wenn man es so gesehen gleichzeitig macht. Und ja, wie soll ich sagen, gelegentlich würde ich noch Motorrad machen, aber das wird sich erst in einer Stunde ungefähr klären, also seid gespannt. Also das ist hier so eine Art Loch in der Burg. Also Moment, was heißt in der Burg? Das war wahrscheinlich ein ehemaliger Turm. Da kann man jetzt nicht mehr hoch. Da sind auch keine Treppen drin. Ich weiß nicht, ob man es so gut erkennt. Ich glaube, ihr könnt es gar nicht sehen, aber da ist ein mega krass tiefes Loch und... Na gut, das ist halt nicht richtig, aber ich gehe mal davon aus, dass... Hey! Trommelpeter! Gib mir mal einen A-Moll, bitte! Bumm. Auf jeden Fall geht es da ziemlich tief runter. Wir wollen nicht wissen, was damals mit den bösen Leuten, die das Essen nicht aufgegessen haben, gemacht wurde. Freunde, ohne Witz, mega peinlich. Voll viele Leute hier am Liegen und am Herlaufen. Wir schreien gerade einfach wie die Bekloppten an so einen Turm rein. Der Marcel fragt, bist du vergeben und kannst du mich grüßen? Also einmal Grüße gehen raus an den Marcel. Und nein, ich bin nicht vergeben. Also an alle, die noch Interesse an mir haben, ich bin Single. Oh Gott. So Freunde, hier ist so eine Stelle, hier hockt so gut wie immer jemand und jetzt sitzt hier mal keiner und dann kann man sich einfach mal ganz chillig... Ah, und wenn man jetzt noch stabile Seitenlage macht und irgendwie so rumkommt und denkt, dass hier irgendwas passiert ist, dann ruft den Krankenwagen. Fuck. Scheiße, jetzt kriege ich aufs Maul. Das hat wehgetan. Scheiße. Fuck. Lennart, nein, jetzt hör auf. Ich habe nur eine Hand, ich habe eine Kamera. Hast du schon mal was von Respekt gehört gegenüber den... Älteren. Komm, ganz locker, komm. Ganz locker. Locker, das ist eher locker. Das ist locker, sonst lass mir einen zurückklatschen. Komm, halt mal. So Freunde, die Sonne scheint auf der Seite vom Schlosspark jetzt nicht mehr so krass. Die geht auch gleich schon hier runter.
Ich habe auch nicht mehr viel Zeit, beziehungsweise wir gehen jetzt erstmal noch kurz runter in die Stadt. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach kurz in der Stadt. Bis gleich. So, Freunde, jetzt in der Stadt angekommen. Wisst ihr, was lustig ist? Ich habe gerade geparkt, meine Cap hier aufgezogen, laufe hier so her. Der war einfach genauso schnell hier unten wie ich mit dem Roller fast. Ja, und jetzt checken wir mal ganz kurz noch die Stadt ab. Freunde, die Vivian fragt, würdest du in einer Käsefabrik ein Nutella-Brot essen? Ja, warum nicht? Okay, Freunde, also Ufer ist mega überfüllt. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich packe euch mal ganz kurz weg. So, Freunde, wisst ihr, wen wir jetzt getroffen haben? Hi! Sieht man mich? Ja, ich glaube, man sieht dich. Ey, nicht so nah an die Kamera. Sag den Leuten mal irgendwas. Ja. Was geht? Hi. Was geht so? Ich habe eben in der Arbeit meine Hose gerissen. Geil. Hey. Oh, jetzt haben wir Clickbait, Freunde, ne? Yeah, doch. Ja gut, wir schauen noch mal weiter. Mach mal einen Schnitt. Oh ja, ciao. Marvin, jetzt geh an die Hand. Verdammt noch mal. Hier rennen gefährliche Leute rum. Jetzt geh an die Hand, ich Alter. Ich bin schon so alt. Ich kann das. Freunde, keine Produktplatzierung. Der neue Kia steht da. Nice. Was ist dumm und Dreck Pullover bei 20 Grad? Ist mir Marvin. Halt einfach dein... Du! Ich hoffe, das Video wird nicht gesperrt, weil all diese Läden und all diese Logos von den Läden hier sind natürlich nicht sponsert und ohne Witz, wir haben auch keine Cooperation mit denen am Laufen. Hier in der Mall ist es in der Mall. Wie in einem Gewächshaus. Ey, ohne Witz, und ich dachte, Marvin will noch wachsen. Nein, er will ja nicht wachsen. Du bist aber heute ganz besonders witzig. Kann das irgendwie sein? Ist das irgendwie so? Ja. Okay, Freunde, ihr müsst wissen, halt so die unterste Etage in unserer Mall, da chillen immer so richtig viele Jugendliche und so. Also was heißt so richtig viele? Halt, da chillen Jugendliche teilweise. Es ist so die, ich will es jetzt mal sachlich und nett ausdrücken. Das ist so die Chiller-Etage, sage ich jetzt einfach mal. Da fahren wir jetzt mal runter und gucken dann einfach mal, was da so geht. Die haben gerade voll geguckt, Alter. Freunde, ihr merkt, in dem Vlog wird wieder überwiegend gelabert, aber es hat den Vorteil, dass ihr informiert werdet. Also an alle, die ein Aufmerksamkeitsdefizit haben, einfach Kamera in die Hand, meinetwegen auch ein Dummy oder eine Attrappe, und einfach mal durchs Einkaufszentrum laufen. Seht ihr nicht, wie die uns alle angucken? Gut, Junge. Wir sehen uns. Ja, ciao. Machen Sie es gut, ne? Jetzt verpiss dich. Ist Ihnen das unangenehm? Soll ich die Kamera lieber wegpacken? Soll ich gehen oder gehst du jetzt? Ich gehe jetzt. Oh mein Gott, Freunde, man hört es vielleicht da oben an der Kirchenuhr schon. Ja, jetzt einfach 19 Uhr, ich muss mich mega beeilen, in einer Viertelstunde fängt Fahrschule an. Und ich würde sagen, wir beenden das Video jetzt an der Stelle mal. Ich gehe jetzt auch gleich in meinen Roller. Wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, kommentiert gerne. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis bald, ciao.